Vicky. Ich entschuldige mich jetzt auch schon, falls es zu laut ist. Ich kann gerade noch nichts einstellen. Weil ich will erstmal alles vorweglaufen lassen. Wir müssen gerade erstmal selber alle leiden. Sehr leiden. Klar, erstmal noch sein Getränk austrinken. Ist doch viel wichtiger. Ich glaube, das tat dezent weh. Ich hoffe, dass das reicht. Untertitel möchte ich ausschalten. Wohlweislich. Ich hoffe, es stört keinen. Müsste halt einfach ordentlich zuhören.
Die Musik ist immer noch sehr laut. Wie gesagt, ich weiß halt, dass da Probleme auftreten. Deswegen im Film über Hexer. Deswegen mache ich es wohl weißlich nicht. So, dann starten wir ein neues Spiel. Spielstand aus The Witcher 1 importieren. Das ist nämlich das Coole. Deswegen, ne, machen wir das auch direkt. Wir importieren den Spielstand. Dann kriegen wir nämlich, glaube ich, ein paar Sachen aus dem Stand, den wir in Witcher 1 hatten. Wenn ich wüsste. Ich denke mal, es ist der Autosave. Warte mal. Wieso? Das ist Intro mega geil. Wir kommen da immer wieder Gänsehaut. Ist das auch. So, wie gesagt, ich habe letztes Jahr. Also ich habe es auf normal gespielt und ich finde es auf normal mega schwer. Weil ich es einfach locker. Oh Gott, meine Kamera spackt aber gerade total rum. Spackt die bei euch auch? So, die Kamera ist zumindest an. Bin ich wieder da? Okay. Ich hoffe einfach. Danke. So, jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Mit WeChat. Drückt mal ganz fest die Daumen. Okay, gerade bin ich synchron, ne? Ja. Okay. Also. Jetzt als kleine Info. Während wir Witcher 2 spielen, ist die witzige Kamera deaktiviert. Also wir können, während Witcher 2 läuft, kann ich leider keine, also könnt ihr leider die witzige Kamera nicht einlösen. Weil ich kann sie halt einfach nicht machen. Also, ne. Etwas doof gelaufen. Aber nun gut. Wieder im Blöck. Mach das. So, tobt euch nochmal schnell aus mit den Alerts. Denn wir werden jetzt loslegen. Und dann möchte ich keine Alerts hören. Wie geliebt noch nachträglich wegen Teil 1. Ja, sehr schön. So, warte. Sind die Einstellungen. Sound ist halt doch echt mega laut. So. Sieht das jetzt? So. So. Für Teil 2 ist in den Sequenzen Alertverbot, ja. nicht komplett, wenn wir kämpfen. Dürfte Alerts machen, aber nicht in den Szenen. Da herrscht weiterhin Alertverbot. Genau.
Los, ihr Sechsen. Kommt zu Papi. Kacke. Ha, 20 Urins für den Opa. Guck mal, er ist aufgewacht. Du Irrer, geh da nicht rein. Ach, Klappe, der ist doch gefesselt. Er tut schon nichts. Oder, Meister Geralt? Würfel nochmal. Wieso? Die Würfel haben sich nicht bewegt. Ach, ich bescheiße. Nimm das zurück. Guck, er ist aufgewacht. Monsterjäger. Man sehe und staune. Ein gewöhnlicher Drecksack. Es heißt, Hexer hätte man als Waisen in Hinterhöfen eingesammelt. Und dann mit ihnen rumexperimentiert. Und zur Sonnenwende treiben sie es mit den Hexen. Darum auch dieser teuflische Blick? Genug. Losbinden und ins Vernehmungszimmer bringen. Dachte, du wärst tot. Ich bin nicht so leicht zu töten. Man hat uns noch nicht vorgestellt. Vernon Roche. Leider kann ich dir nicht die Hand reichen. Wie dumm von mir. Wes! Mach ihn los! Geralt von Riva. Stellst du uns vor? Bebe Hyrot. Nicht nötig. Bring was zu trinken. Wir wollen hierher nicht vertrocknen. Erzähl mir alles, die ganze Erstürmung, was in der Einsiedelei passiert ist. Und wenn ich mich weigere? Dann klopfe ich dich weich. Ich mache meine Arbeit schon lange und bin sehr gut darin. Du als Hexer verträgst ja einiges. Verlass dich drauf. Im Zweifel landest du eben wieder in der Zelle. Und morgen kastrieren sie dich öffentlich, häuten dich und knüpfen dich auf. So einfach. Weswegen denn? Für Temerien. Zu viel der Ehre. Wo darf ich anfangen? Es war ein langer Tag. Erzähl mir das Wichtigste. Zuerst lief alles glatt. Dann stießen wir auf Arjan Lavalette. Aber noch einmal die Dialog-Lautstärke etwas runter machen. Die Story ist sehr laut. Du kannst es auch selbst speichern, indem du F5 drückst. Ah, okay. Hi. Ich darf endlich nochmal klicken. Echt? Ist es das? Vorwärts! Lord Zeuxen, stürmt das Tor zu der Insel in der Mitte! Ein guter Tag zum Töten, Eure Majestät! Mir nach, meine Herren! Für Temerien!
Lord Swan, eure Leute kommen mit mir. Wir müssen Arian Lavalette schnappen und so die Moral der Verteidiger brechen. Zu Befehl. Geralt, meine Herren, mir nach. Die Ehre ruft. Tachchen. Zieht euch zurück, verdammt! Ich verbiete euch zu sterben, verstanden? Ich verbiete euch zu sterben. Die Schweinehunde sind gut postiert. Wenn es so weitergeht, knallen die uns wie die Enten ab. Hast du eine Idee? Die Balliste wird das Problem lösen. Okay. Willkommen im Prolog von The Witcher 2. Das macht sich mit der Geschichte und deren Hintergrund grundlegenden Spielmechaniken vertraut. Juhu, danke. Kann aber scheinbar immer neu springen. Ein Kurzschwert. Könnte aber behalten. Okay, ich kann auf jeden Fall nur springen, wenn ich in solchen Vorsprüngen bin. Okay, gut. Ich erinnere mich vage. Hi. Kein Schritt zurück, Weiche! Hey. Drücke Q, um das aktuell ausgewählte magische Zeichen einzusetzen. Das wäre dann Art. Oh, Löchen. Okay. Oh, die Musik ist aber so geil. Das sind so Fortschrittsbalken. Der scheint gar nichts. Ich habe übrigens beim letzten Mal schon Probleme mit der Balliste gehabt. Von daher nicht wundern, wenn ich es diesmal wieder nicht hinkriege. Das ist eine Kunst für sich. Jetzt. Okay. Ach ja. Zeichen, Leute. Ist ja so ungewohnt, wieder so eine Grafik zu spielen, nachdem man 5 Stunden lang Witcher gespielt hat, also Witcher 1. Klappt das erstaunlich besser als beim letzten Mal. Ich glaube, auf leicht wird es ein wundervolles Erlebnis. Weniger Frustmomente. Deutlich weniger.
schon. Immer noch nicht fertig. Ach doch, jetzt. Nett. Auf den Turm, Männer! Alle auf den Turm! Die Götter sind mit uns! Ist dem so? Nieder mit der Tyrannei! Hallo! Ebenfalls, gute Nacht. Ich hatte nur irgendwie in Erinnerung, dass der Anfang etwas länger ging. Da gibt es verschiedene Anfänge. Ich glaube es nämlich fast. Ich kann den anderen ja noch hinzuschneiden, falls es da wirklich noch mehr war. Auch sondern dass ich einfach nur falsche Erinnerung habe. Gott, was will ich nicht. Will ich auch nicht. Habe ich da Wein gehört? Die Tür! Schlag die Tür ein! Axtmänner! Haut sie in Stücke! Hallo! Noch jemand? Nö? Okay. Warum dürfen die als erstes? Ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid! Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt! Ach, fick dich selbst, König! Nett. Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argumenten. Gib dem Hexer Deckung! Also, sehr gut, ich kann einmal auftappen. Das ist wunderbar.
Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich die Grafik etwas anders in Erinnerung, aber. Müsste eigentlich auf höchsten Einstellung sein, aber. Mal gucken. Der Berufung wahrscheinlich jetzt wird. Oh, ich möchte die auch töten. Ja, perfekt. Ich war eigentlich der Meinung, man startet irgendwo da hinten. Wir nehmen einfach alles mit. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir es brauchen. Aber wer weiß, vielleicht kann man uns ja gebrauchen. Der berühmte Geralt von Riva. Du bist aber tief gesunken, Hexer. Angeblich gehörst du zu den besten Fechtern des Nordens. Lass doch mal sehen. Wie du willst. Zurück! Der gehört mir. Ja, wenn ihr alle was haben wollt, dann bitte. Ich kann auch gerne deine Leute als erstes umbringen. Ich glaube, ganz so war es nicht von ihm geplant. Und die haben angefangen. Hi. Hm? Keinen Schritt zurück! Ich hab ihn umgebracht. War das geplant? Ich glaube nicht, oder?